Die SPÖ bekommt eine neue Club- und Bundesgeschäftsführung. Heute startet das Insolvenzverfahren über die Möbelkette Kika Leiner. Meist sonnig, aber etwas kühl wird das Wetter in den kommenden Tagen. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei ORF 3 aktuell am Abend. Träumer ist einfach nur ein anderes Wort für Sozialdemokratie. Das hat der neue SPÖ-Chef Andreas Babler bei seiner flammenden Rede am Parteitag gesagt. Heute hat er bekannt gegeben, mit wem er diesen Traum in Zukunft träumen will. In der Geschäftsführung wird es künftig eine Doppelspitze geben. Den Parlamentsclub übernimmt Babler formal selbst. De facto wird aber der Abgeordnete Philipp Kucher die Geschäfte der SPÖ im Nationalrat führen. Mir geht es darum, die Partei so aufzustellen, dass das, was wir auch politisch bereits und ich selber auch angekündigt habe, dieses Comeback der Sozialdemokratie, nur noch auf der parlamentarischen Ebene bestens aufgestellt zu haben und die große Nachricht des Tages, die sich ja manifestiert hat, durch alle Sitzungen, durch bis zur Clubvollversammlung, ab heute sind wir wieder eine Partei. Ich selbst werde seit heute auch als Vorsitzender des gesamten Parlamentsclubs ohne Bezüge die Gesamtfraktion von Europaabgeordneten, Bundesrätinnen, Bundesräten und Nationalrätinnen und Nationalräten politisch leiten. Und Philipp Kucher übernimmt die Funktion als geschäftsführender Clubobmann des Nationalrats gemeinsam als ihn eingebettet in eine neu gedachte praktische Teamlösung von Julia Herr und Eva-Maria Holzleitner als geschäftsführende, stellvertretende Vorsitzende einer neuen Konstruktion als Entscheidungs- und Führungsteam in einer Dreierkonstellation. So wichtig es ist, glaube ich, sozusagen, dass wir jetzt hier in der täglichen politischen Arbeit hier eine gute Arbeit auch im SPÖ-Parlamentsclub leisten, so wichtig ist es, dass wir gemeinsam mit dem Andi Babler auch die inhaltliche Erneuerung der Sozialdemokratie vorantreiben, alle Menschen an Bord nehmen, die ein Stück des Weges mit uns gehen wollen. Wir können Ihnen versprechen, die Zeit der Selbstbeschäftigung ist vorbei, denn viele Menschen brauchen gerade jetzt dringender denn je die Sozialdemokratie. Wir müssen die Lobby sein für alle, die sonst keine haben. Es geht um ein gutes Leben, es geht um Chancengleichheit, es geht um Bildungschancen für Kinder, es geht darum, auch Frauen abzusichern. Und da bin ich wirklich zuversichtlich, dass wir das in unserem Team auf jeden Fall absolut voranstellen können. Werfen wir jetzt einen genaueren Blick auf das Team Babler. Der neue geschäftsführende Clubobmann Philipp Kucher war bisher Gesundheitssprecher der Partei und hat bereits einige Erfahrungen im Nationalrat. Weniger bekannt ist das Duo, das jetzt die strategisch wichtige Organisation in der Parteizentrale übernimmt. Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim bilden eine Doppelspitze in der Bundesgeschäftsführung. Alexandra Wachter hat die Neuen porträtiert. Der neue SPÖ-Clubvorsitzende Philipp Kucher hat schon sehr lange politische Karriereziele. So wollte er laut eigenen Angaben bereits in der Volksschule Politiker werden. Inzwischen ist er 41 und bisher als SPÖ-Gesundheitssprecher im Nationalrat und als Klagenfurter Stadtparteiobmann tätig. Im parteiinternen Führungsstreit hat sich Kucher eigentlich hinter Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil gestellt. Doch er gilt im Parlamentsclub als sehr beliebt und so ist er für Andreas Babler eine naheliegende Wahl. Die SPÖ-Bundesgeschäftsführung wird künftig von einem Duo geleitet. Zwei Personen, die bisher hinter den Kulissen tätig waren, Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim. Sie war in der Gewerkschaft GPA tätig und im Kabinett der ehemaligen Staatssekretärin Muna Dutzter. Er war Landesgeschäftsführer der niederösterreichischen SPÖ. Andreas Bablers Clubspitze soll künftig breiter aufgestellt werden. Die neuen ersten Stellvertreterinnen werden die SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und die Nationalratsabgeordnete Julia Herr. Was ist vom neuen SPÖ-Team zu halten? Das frage ich jetzt unseren Chefkommentator Wolfgang Geier, der hier bei mir im Studio ist. Guten Abend, Wolfgang. Guten Abend, hallo. Einige dieser personellen Entscheidungen sind doch etwas überraschend. Fangen wir vielleicht beim geschäftsführenden Clubobmann an. Philipp Kucher hat eigentlich Hans-Peter Doskozil unterstützt. Warum holt denn jetzt Babler in sein Team? Das ist eines jener Signale, die jetzt erwartet sind, die andere Seite einbinden. Das ist die Devise für Hans-Peter Doskozil. Und er schlägt damit eigentlich zwei Fliegen auf einen Streich, wenn ich da in die Märchenwelt greifen darf mit einem Vergleich. Kucher kommt aus der Kärntner Landesgruppe. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser ist einer der sogenannten Parteigranten in der SPÖ. Die sind dann da ebenso mit eingebunden.
Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim werden in Zukunft die Bundesgeschäftsführung übernehmen. Warum holt sich Babler für diese wichtige Position zwei nahezu Unbekannte? Das sind zwei, die im Gegensatz zu Kucher nicht Gesichter nach außen sind. Die müssen nach innen arbeiten können. Einer davon, Seltenheim, hat schon Erfahrung in der Parteizentrale, bevor er nach Niederösterreich gewechselt ist, und verfügt damit also schon über eine gewisse politische Routine und Kenntnis in dem Bereich. Das ist wichtig. Die Parteizentrale, die Organisation muss neu aufgestellt werden, nicht erst seit der letzten Auszählungspanne. Da war schon vorher Korrekturbedarf aus Sicht der SPÖ, und das soll jetzt mit Leuten gelingen, die aus dem Apparat kommen und in den Apparat arbeiten. Also Philipp Kucher im Club wird ein Gesicht nach außen sein, den werden wir öfter am Bildschirm sehen. Die anderen beiden, die arbeiten in die Partei hinein. Formal wird Andreas Babler selbst Clubchef werden, und er hat heute bei der Clubvollversammlung auch schon 100% Zustimmung bekommen. Heißt das, die SPÖ ist jetzt wirklich geeint? Das wäre eine verfrühte Diagnose, würde ich sagen. Ja, es hat aktiv niemand dieses Personalpaket bekämpft. Die wichtigen Landesgruppen Wien, Kärnten, alle zeigen sich zufrieden damit. Erster kleiner Schritt auf diesem gigantischen Unternehmen, die SPÖ wieder zu einen und in den Umfragen flott zu machen. Das ist die Herausforderung für Andreas Babler. Generell dazu noch, Erfolg bringt Einigkeit in einer Partei mehr als alles andere. Wird spannend sein zu sehen, wie sich die SPÖ morgen im Nationalrat präsentiert. Wir übertragen die Sitzung ab 9.05 Uhr live und kommentiert. Für diesen Kommentar sage ich vielen Dank, Wolfgang Geier. Gerne. Die Pleite der Möbelkette Kicker-Leiner gilt, gemessen an der Zahl der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Nehmer, als die größte der vergangenen 10 Jahre in Österreich. Heute ist am Landesgericht St. Pölten das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Den Gläubigern wird eine Quote von 20% geboten. Das heißt, sie müssten auf 80% ihrer Forderungen verzichten. Der Anwalt der Republik fordert, dass das Unternehmen aufklärt, wie es überhaupt in diese Schieflage gekommen ist. Das Insolvenzverfahren ist eröffnet. Viele Fragen sind aber offen. Die Stimmung ist angespannt. Ich kann nicht schlafen in der Nacht. Pausenlos sind Existenzängste da, was man weitermacht. Ich bin doch schon 50. Wir sind natürlich alle überrascht geworden von der Entscheidung, dass da so viele Häuser zugesperrt werden und wir natürlich im Regenstein. Fix ist zumindest, niemand wird um offene Gehälter umfallen. Damit die Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer wirklich so schnell und rasch zum Geld kommen und keine Einbußen haben müssen, weil alle haben Zahlungen zu tätigen. Ab heute wird der Insolvenzverwalter mit den Gläubigern über den Sanierungsplan beraten. Es geht um offene Forderungen über 132 Millionen Euro. Bei Lieferanten, Beschäftigten und der Republik über Steuerschulden. Läuft alles nach Plan, sollen die Gläubiger 20% davon bekommen. Geklärt werden soll auch, welche Managementfehler zur Insolvenz geführt haben und seit wann Kicker-Leiner eigentlich schon in Schieflage ist. Ein Jahr nach seinem Amtsantritt ist der slowenische Ministerpräsident Robert Golob heute zu seinem ersten bilateralen Besuch nach Wien gekommen. Im Gespräch mit Bundeskanzler Karl Nehammer ging es vor allem um die Kontrollen, die Österreich an der Grenze zu Slowenien durchführt. Ein umstrittenes Thema, einen Durchbruch gab es dabei nicht. Der slowenische Ministerpräsident ist mit einem Kompromissvorschlag nach Wien gereist. Die umstrittenen österreichischen Kontrollen an der Grenze zu Slowenien sollen zumindest während der Urlaubssaison ausgesetzt werden. Denn es würden dort kaum illegale Migranten aufgegriffen. Die meisten ziehen weiter nach Italien. Aber der österreichische Bundeskanzler bleibt diesbezüglich hart. Man kann gerade sagen, durch die strenge Überwachung der österreich-slowenischen Grenze kommt es jetzt zu diesem Umgehen der österreichischen Grenze Richtung Italien. Anlass für die Einführung von Grenzkontrollen an der österreichisch-italienischen Grenze sieht Nehammer aber nicht. Abgesehen vom Grenzkontrollstreit verlief das Treffen harmonisch. Sowohl bei der EU-Asylreform, einer raschen EU-Annäherung des Westbalkans oder der Minderheitenfrage herrschte Einigkeit. Das Streitthema Atomkraft wurde ausgespart. Der frühere US-Präsident Donald Trump muss heute Abend erstmals vor einem US-Bundesgericht in Miami erscheinen. Die Behörden erwarten vor Ort Proteste von Zehntausenden Unterstützern Trumps. Der Ex-Präsident ist gestern in Florida gelandet. Im Vorfeld der Anklage sprach er von einer Hexenjagd gegen sich und ermutigte seine Unterstützer, vor dem Bundesgericht zu protestieren. Trump wurde vergangene Woche in 37 Punkten angeklagt.
Er soll streng geheime Dokumente auch nach seiner Amtszeit in seinem Anwesen gelagert haben. Dafür droht ihm jetzt eine Haftstrafe. Der 76-Jährige dürfte am Abend auf nicht schuldig plädieren. Die EU-Kommission will einen Handelspakt mit den lateinamerikanischen Mercosur-Ländern abschließen. Zu diesen Ländern gehören Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Der Vertrag würde die größte Freihandelszone der Welt schaffen. 780 Millionen Menschen wären daran beteiligt. Es gibt allerdings viel Widerstand dagegen, nicht nur in den Mercosur-Ländern, sondern auch in Österreich. Ursula von der Leyen auf Südamerika-Tour. Erster Stopp Brasilien. Nach einem Treffen mit Brasiliens Präsidenten bestätigt sie. So that we can indeed by the end of the year conclude the Mercosur Agreement. Bis Jahresende soll das Handelsabkommen unterzeichnet sein mit den vier Ländern Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Ganz stimmig ist die Sache aber nicht. Präsident Lula kennt die Wünsche der EU. Neben dem Handelsabkommen drängt die auf einen Zusatztext, um die vier Länder dazu zu bringen, mehr für den Amazonasschutz zu tun. Aber auch intern muss von der Leyen noch Überzeugungsarbeit leisten, wenngleich der Widerstand auch weniger wird. Zurzeit sind es hauptsächlich Österreich und die Niederlande, die das Abkommen ablehnen. In Österreich gilt dazu nach wie vor ein Parlamentsbeschluss. Bauern fürchten nämlich Billigkonkurrenz bei Soja oder Rindfleisch. Anders sehen das Wirtschaft und Industrie. Sie machen Druck, das Abkommen abzuschließen. Komplizierte Großwetterlage in Brüssel, kaum weniger kompliziert das echte Wetter. Wenn Sie wissen wollen, wie es wird, dann spitzen Sie jetzt die Ohren. Eine meist ruhige und zum Teil frische Nacht steht uns bevor. Im Süden sind anfangs noch einzelne Schauer möglich. Hier ist es auch morgen immer wieder bewölkt und tagsüber können Schauer durchziehen. Sonst scheint zeitweise die Sonne, am längsten von Vorarlberg bis nach Oberösterreich. Dazu ist die Luft eher kühl für die Jahreszeit, nur im Rhein- und Inntal gehen sich bis zu 26 Grad aus. Und Anni Gülgün-Meyer weiß jetzt noch, was in Kultur heute auf dem Programm steht. Wir berichten heute über die Debatte um die Landeshymne im Burgenland. Weiters geht es bei uns um die Vorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann von Rammstein. Und außerdem besuchen wir in unserer Reihe Land der Bühnen das Klagenfurter Ensemble. All das ab 19.45 Uhr. Ich freue mich auf Sie. Das war ORF 3 aktuell am Abend. Morgen übertragen wir ab 9.05 Uhr live und kommentiert die Sitzung des Nationalrats. Und am Abend, ab 19.20 Uhr, gibt es dann ein Wiedersehen hier in ORF 3 aktuell am Abend. Direkt im Anschluss sehen Sie jetzt noch die Nachrichten in einfacher Sprache. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Haben Sie einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.